Ich hatte gesagt. Dann habe ich gedacht, bei mir Werbung. Das habe ich gesagt. Dann gehen wir dann in PR. Und dann sage ich, betet euer Gott an. Sonja, was machst du da? Ey, was hängt da in deinem Gesicht? Ich bin am Lutschen. Könntest du das später vielleicht mal? Ich war noch mitten im Schlaf. Ich habe voll was Cooles geträumt, Mann. Ach ja, ich habe eine Idee. Ich gehe da mit live. Ich habe voll was Krasses geträumt. Puh, du hast da übrigens was noch am Mund hängen. Die, ja. So. Von meinem Sahnehering. Ach so, ich hab schon. Ja. So. Morgenstund hat bekanntlich Lolli im Mund, aber ich hab voll was Krasses geträumt, Leute. Ich hab echt geträumt. Meine ganzen Beiträge werden gemeldet. Boah, ich hab erst gedacht, what the fuck, ist das ein Albtraum und so, ja? Hab ich doch voll auf meine ganzen Beiträge, so circa 3.000 bis 6.000 Reichweite, ja? Bei 400 Abonnenten. Boah, Alter, hab ich voll den Albtraum gehabt. Echt, hab ich noch gedacht. So. Ich werd voll Fame auf Altrinaken. Und auf mein Kunis und so. Guten Morgen, Manu. Guten Morgen, Siggi. Und dann das schwarze Nichts. Es verschlingt meine ganzen Beiträge, ja, meine ganzen Lives. Und meine Verzweiflung kommt und sagt sich: Warum darf ich nicht reden bei Facebook, Amalakui? Ja, aber zum Glück war das nur Traum, weil, wenn ich jetzt hier so gucke, ja, meine Beiträge sind ja wieder drin, Beste. Aber in meinem Traum, Leute, hatte ich voll fett Plan B. Ne? Und zwar, ich werde Folgendes tun, ja. Wir schlagen doch diesem Facebook ein Schnippchen, ja. Ich werde woanders übertragen, ja. Und werde es dann hier reinteilen. Ja, ihr könnt hier weiterhin kommentieren. Ja, wird es gelöscht, wird es einfach wieder hochgeladen. Ja, ich habe so viel Video. Ja, also müsst ihr auf jeden Fall, ja, Gerhard Cartoon bei YouTube müsst ihr abonnieren. Dann seid ihr immer. Ich habe jetzt schon jetzt mal 3 hochgeladen. Ja, es folgen jetzt noch ein paar anderen, ein bisschen härteren Themen von höchst asozial und so. Ja. Dann Sophias Anhänger, ja, wenn da irgendwas verschwinden sollte oder sowas, ja, was irgendwie total geil war, ja, total funny war, ja, dann kann gut möglich sein, ja, dass Sophia-Kanal oder auf Gerd Cartoon-Kanal bei YouTube, ja, oder VK, ja, Direktverlinkung ohne Registrierung müssen, ja, ihr die Videos nochmal im Archiv nachgucken könnt, ja. Für den einen vielleicht sogar zum Downloaden, für den anderen einfach jemandem zu zeigen auf Partys oder so. Ja, genauso auch wenn schöne Videos von Sonja, Live-Videos und so, wegen Gamer und Building und solchen Sachen, ja, gemeldet wird und so, weil das ist ja mittlerweile ist das schon gang und gäbe. Ja, man geht einfach hin, macht Hassrede, Building, auch wenn der über Blümchen oder über Blümini redet, ja.
Wir werden erstmal geblockt, glaube ich. Ja? Und die Beiträge werden erstmal kurz stillgelegt. Ja? Und dann kommen die paar Stunden wieder. Aber das ist nicht so mein Welt. Ja? So dieses, wir prüfen erstmal nach. Ah, mal gucken. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich werde Sonjas Video, meine Videos, Sophias Videos, alle Videos so, wo so ein bisschen so mein Genre vertreten, ja, wo ich für gut befinde, ja, mit auf meinen Gerd-Kanal, mit hochladen, ja, wenn die aus Facebook einfach so verschwinden, ja. Und dann werde ich hier, wenn gefragt wird, wenn vermisst wird und, warum hast du gelöscht, Amanako, warum hast du gelöscht? Nein, ich würde niemals löschen. Du Depp, du, der du fragst, ja, du bist der, der löscht, ja, der mitmeldet, ja. Du. Ja, und deswegen, ja, kein Problem. Diese Pein, ja, der Nichtfinden meiner Lives, ja, werde ich euch nie wieder aussetzen, meine Lieben, ja. Ich werde es auf andere Netzwerke hochladen. Also entweder kriegt ihr Links, ja, zu Vimeo, entweder Links zu YouTube, zu OK, Miwi, ja, oder zu VK, ja. Aber halt alles nichts, was mit Facebook zu tun hat, Diggers. Ja? Und dann dürfen sich die Leute erstmal registrieren, ja, wenn sie melden möchten, ja. Und da ich ein paar gute soziale Netzwerke kenne, die auf Meldemuschis nicht wirklich viel geben, wenn die Standards erfüllt werden, bam, steigt meine Statistik auch auf die andere Seite. Also, have fun, have fun, have fun. Ja, das wird mit Sicherheit sehr lustig. Kaum ist man wach, ohne Scheiß, kaum ist man wach, sprudelt die kreative Art in meinem Gehirn. Ja? Und das finde ich eine ziemlich gute Idee. Die war schon damals cool. Ja? Und das Coole ist, ja, somit sehen die Menschen, ich habe nichts zu verbergen, meine Show ist Show, ja, und es ist nichts, wofür ich mich schämen müsste. Ne? Und das heißt, ja, ich lasse die drinstehen. Ja? Und jeder darf es sich sichern, ihr hört es, ja, also, solange ihr die Quelleangabe mit angebt, ja, woher ihr diesen coolen Typen kennt, moi, ja, dann dürft ihr alles gerne klauen, ja. Aber wenn ihr teilt, müsst ihr natürlich kein Quelle-Link dran klatschen, ja, dann läuft das auch so, Diggas, ja, dann wissen die Leute ja, woher ihr es habt, ne. Und da haben wir ja ganz, ganz, ganz liebe Leute da drin, wo mitteilen und so. Hallo, jetzt begrüße ich euch erstmal, ja, und dann. Hallo Sarah, dir auch einen guten Morgen. Hallo Patricia, hallöle. Die Paula macht ein Klatsche, Klatsche. Manu, hallo. Sandra, Gummo? Das heißt bestimmt so, guten Morgen, ja. Oder Gummoi. Ja, dir auch einen guten Morgen. Siggi, aufstehen, du Schlafmütze. Ja, das ist noch nicht meine Zeit. Ich muss jetzt erstmal mich hoch. Ich brauche Flüssigkeit, wie ist das frischer Kaffee? Denk mal, der ist später. Kein Zucker im Kaffee, vielleicht nur ein bisschen Nase und Schnee. Degas! Sonne scheint aber sehr kalt. Ja, bei uns auf jeden Fall so kalt. Ja, bis eben war noch so kalt, weil Ofen ist an und Sonja auch, die macht sowieso sehr warm. Manu, guten Morgen, ihr zwei. Ja, du hast recht, wir sind nur wir zwei, weil Lilly ist nämlich bei einer Freundin. Hast du Röntgenblick, Digga? Hast du Röntgenblick? Guckst du in mein Haus rein, Manu? Was geht ab? Cindy Hinzmann, ich kack ab, wie geil dir das. Naja, ich gehe fast das jetzt mal voll so fett als Kompliment auf, ja, und so, wie geil bist du so? Ja, so. Ja, ich bin extrem geil, ja. Aber man sagt, wenn man selber lobt, dann das macht unsympathisch. Also ich bin nicht so geil, ich bin so bäh. Ja? Mit bisschen viel geil, ja? So, dann kommt das nämlich hier, weißt du, weil wenn man sich nur so fett lobt, weißt du, dann wird man unsympathisch. Hallo Dirk, einen guten Morgen dir. Manuela, moin Digga, Bro, Sis, yo, what's up, Digga?
Verschlingen tun nur schwarze Löcher. Das ist wohl wahr. Und da in Facebook ein großes schwarzes Loch ist, das alles hier so verschlingt, ja, müssen wir leider diesen Weg gehen, weil ich habe in meinen Träumen immer so Vorahnungen, weißt du, so Meldungen und Sperren und dies und das. Facebook wird immer mehr Stasi und so, ja, und immer mehr so Zensur. Und der Traum war gut für mich, ja. Und das sagt mir, ich bin ja im World Wide Web überall vertreten. Mehr vertreten als Sonja im World Wide Web, ja. Ich bin auf jede verfickte Plattform. Amen, Akkoyem. Auf jeder Plattform treibt sich Gerhard Cartoon sein Unwesen, ja. Und dazu nutze machen. Dann suche ich mir die schönsten Plattformen aus, ja. Lade da die eventuell könnten gesperrten Videos hoch, ja. Und dann fühlt sich auch Facebook damit nicht mehr verantwortlich, weil es ein externer Link ist und nicht auf ihrer eigenen Server hochgeladen wurde. Danke Facebook, dass wir uns so arrangiert haben, ja. Dann machen wir das am besten so. Da wischt eine Hand die andere, ne? Facebook. Amen, Akkoyem. I love you, Facebook. Ja? Schön, dass es dich bald nicht mehr gibt. Ja. Oh mein Gott, du Armer. Ja, ich bin sehr arm. Ich bin sehr arm, Sarah. Ich hatte das echt wie ein Albtraum. Wie ein Albtraum. Mein Auge waren so ein bisschen Tränen drin. Habe ich gedacht, mein ganzes virtuelle Leben ist zerstört und so. Aber nö. Ist eigentlich nur Plan B. Beste Idee, natürlich beste Idee, Dirk. Der könnte von dir sein, die Idee. Ja, ich weiß das. Ja. Beste Idee ever. Die habe ich aber auch nur gekriegt wegen meinem krassen Traum, ja, wo ich geträumt habe. Die haben meine Beiträge gelöscht und gemeldet, ja, wo ich andere Livestreams und so gezeigt habe und so. Habe ich echt so gedacht, die haben das gelöscht und so habe ich geträumt, ne? So, ich gehe so Facebook und guck meine Statistik. Krass, auf jede Video 6000. Plötzlich kommt ein schwarzes Loch, ja, macht. Oh, wo ist mein Beitrag hin? Wo ist mein Beitrag hin? Und der? Wo ist der hin? Und dann verschlingt das schwarze Loch mich. Das Profil. 7 Tage Sperre. Und er wurde nie wieder gesehen. Zum Glück, ja, kam in meinem Traum dann so ein Männlein, ja, da hat er einen Koffer, ja, mit ganz vielen sozialen Netzwerken, ja, und dann wurde mir bewusst, Gerhard, Internet ist nicht nur Facebook, Internet ist größer, wir befinden uns nur auf der Spitze des Internets, auf dem Eisberg sozusagen, aber der Eisberg, um aufrecht auf dem Wasser, ja, schwimmen zu können, muss eine Schwere haben, die nach unten zieht. Also stellte sich Gerhard sein mathematisches, tiefgründiges Wissen ein und sagte sich, wenn Facebook nur die Spitze ist und Google auch nur ein Bestandteil von all dem ist, was ich kenne, wo führt mich der Eisberg unter Wasser hin? Und da gab es so viele soziale Netzwerke, ja, Underground bis bekannt, ja, alle sozialen Netzwerke. Und viele haben ganz tolle Richtlinien, ja, so richtig so für User gemacht, weißt, so Kinox-mäßig, weißt, so, nur mit diesem User, ja, sind wir Fame. Ohne User können wir nichts. Also, weißt du, so herzliche soziale Netzwerke. Und da lade ich jetzt meine Videos hoch, da lade ich meine Livestreams hoch. Und lass die live übertragen bei Facebook. Und somit wischt Facebook und Gerhard eine Hand, die andere. Die können mir dann nicht ans Knie ficken von der Richtlinie. Somit habe ich meinen Albtraum von heute Nacht gefickt. Ja, Sandra, das ist cool. Wie geht es, Sonja? Gut. Sonja, geht dir gut? Ja, nix geht.
Sonja geht's soweit ganz gut, bis auf diesen komischen Stress von der schwarze Loch, ja? Da saugt ihr die kompletten Nerven raus, ja? Und das geht natürlich mir auch ganz fett auf meine Nerven, ja? Nur ich kann das viel schöner, ja, gestalten, weil ich mache da draus gerne Entertainment und Show und schöne Dinge, weil ich bin Künstler. Ich mache aus Scheiße, mache ich Gold. Ja, versteht ihr? Machen wir heute schöne Dinge? Hallo Coco, schreibt Manu. Moinsen Coco, hallo Coco, hallo Coco. Ey, was machst du, Coco? Was machst du? Mach mein, wie sagt man, die Augen, wo auf mich sind, ja? Nicht auf dich jetzt. Hey, du machst meinen Livestream kaputt. Ihr bringt alle meinen Livestream um. Jetzt kommt bestimmt gleich noch Sonja rein und macht dann so, hallo Gerhard. Ja? Was ist los mit euch? Macht mein Livestream nicht kaputt. Die Coco, das ist die, ja, wo ich das letzte Mal geredet habe. Die Mama, die ist die Beste, ja. Die hat Herz. Das ist Frau mit Herz. Da könnt ihr Abos da lassen. Da könnt ihr das. Und in Keller Kinder Deluxe reingehen und Keller Kinder Deluxe die Seite. Mach keine Werbung in meinem Livestream. Ist kein Werbung. Hör auf, über Keller Kinder Deluxe zu reden, der Scheiß da. Das ist Coco. Nein, ich mach für Keller Kinder Deluxe keine Werbung. Weil ich finde, nein, da hat man einfach nicht reinzugehen, Kellerkinder Deluxe. Stimmt, weil da sind nur Kellerkinder. Nein, weil dann, wenn die da reingehen, kommen sie bei mir nicht rein, verstehst? Hör auf, Werbung für Kellerkinder Deluxe zu machen. Hab Respekt vor meinem Livestream. Respekte? Ich mach weder für Sonja Sendestation und mach ich keine Werbung. Bitte nicht, ja? Auch nicht für Seelchen mit Herz, weil das hat in meiner Seite nichts zu tun. Und für Sophias Anhänger, für diese russische Frau, ja? Bestimmt auch nicht. Nein, ich mache für diese Menschen keine Werbung. Auch nicht für Ich hasse Menschen. Da sowieso nicht, weil ich hasse keine Menschen. Also diese Gruppen und Seiten bei Facebook, ja, da möchte ich keine Werbung machen. Das hast du in meinem Live zu akzeptieren, okay? Okay? Es gibt mir Mühe. Das ist mein Live, Mann. Ja? Leute, also seht ihr, ich will einfach nur Frieden haben und die beefen mir alle zu sehr. Ja, das sind alles voll die Hetzer, Beefer und bla bla bla, Lügebaron und so sagen die alle und so, was weißt, man so was hört. Ganz und so. Schlimm ist? Fick mein Livestream nicht! Devil's Group, die darfst du nie erwähnen. Ich kenne die sowieso nicht. Darfst du nie erwähnen. Aber ohne Scheiß, Leute, ja, ohne, ich mache jetzt keine Werbung, ja, für keinen, ja. Aber geht nicht zu diese... Wie heißt der? Coco, weißt? Weil die ist wie Mama, weißt du? Die ist nicht so asozial und so dreckig wie ich, weißt du? Weil die ist total langweilig, die ist wie Mama. Die kann man nur knuddeln, lieb haben und so. Die ist voll nicht asozial und so. Geht da nicht hin, ja? Abonniert den Kanal, ja? Und Sophias Anhänger, ja? Die ist asozial, so wie ich. Aber die ist leider ein Fotze, ja? Aber ich mag sie von ganzem Herzen, die ist wie, oh Gott, Amen, ich liebe sie von ganzem Herzen. Abonniert von mir aus ihr Kanal, ihr werdet nicht enttäuscht sein, ja? Aber ich will hier keine Werbung hören von ihr, okay? Weil das geht hier keinem was an. Das sind alles nur so bla bla bla, beef, bum bam, bing, bum bam, immer klatsche, nacke, klatsche und so. Ja? Und halt dich aus meinem Live raus, ja? Siehst du, machst schon im Hinterkopf, sieht man deinen Dickkopf, ja? Du machst schon wieder Werbung für Seelchen und so. Damit ja? Du warm hast. Hier muss man einfach keine Werbung für niemanden machen, ja? Für niemanden. Ich erwähne noch nicht mal irgendeiner, ja, mit Pflaumen und so, ja, und Obst und so. Das ist ein No-Go, ja? Ich mache hier keine Werbung. Du hast ja? Wieder falsch gesagt. Ich mache hier keine Werbung. No-to-go. Es ist ein No-to-go. Weil, wer macht denn Werbung mal für mich? Wer? Die anonyme Christe, ja, wo ich das letzte Mal gesehen habe, oh, dieser Heiland, Zeugen die Gott. Jehovas. Die Zeugen Jehovas, die haben auch das letzte Mal für mich Werbung gemacht, so, oh mein Gott, das ist der wahre Heiland und sowas. Aber welcher von denen da, ja, so, macht denn für mich Werbung? Das sind ganz, ganz, ganz schlechte Menschen, habe ich gehört, ja. So, wo mir schreiben, so, du Arschloch und so, ja. Aber das ist Werbung. Sagen alle so, hey, die sind voll schlecht. Mr. Cartoon glaubt denn nicht und so. Wäsche, die sind voll falsch. Die Sonja, die macht nicht Sädchen, die macht Voodoo-Puppen und so. Ja, wenn man dann mit Nadel und so reinpiekst, dann macht A-U-I-A-U und alles wird schlecht und so, ja. Das ist sowas, wäsche, das
No-to-goen. Ja, das ist ein No-to-goen. Versteht ihr? Das geht nix. Das, ja. Oder was ist das? Was ist das? Eine wunderschöne Frau, diese Sophia da, weißt? Voll schöne Frau. So Rastafari, weißt? Genau mein Stil, Diggas, weißt? Mit der würde ich gern fett einrauchen. Die ist voll Rastafari. Ich mag die von meinem ganzen Herzen, ja. Aber ich mach für die keine Werbung. Weißt? Für dieses Sophias Anhänger, falls ihr nicht wisst, weißt? Hier bei Facebook, ja. Ich mach für die keine Werbung. Ich sag ihr Namen am besten nicht mal mehr, weißt? Und so. Abonniert einfach ihr Kanal und findet selber raus, was die so teilt und schreibt und so. Weißt du, immer dieses bla bla bla, ja. Und das ist einfach so alles, was ich gesagt haben will. Fakt ist, ja, jetzt kommen wir zu meinem Scheiß, ja, was ich geträumt habe heute Nacht, Leute, ja. Ich habe so einen fetten Amanako im Scheißtraum gehabt, ja. Ich habe gedacht, wenn ich aufwache, ja, das Leben wird nicht mehr für de Gerhard sein, ja, wie es mal war. Ja, ich habe jetzt innerhalb von wenigen Wochen, seit ich wieder bei euch bin, ja, bei euren Kindergarten Facebook, ja, ich bin ja schon sehr erfolgreich bei VK, ja, die einen anderen wissen, sind von VK auch hier, ja. Aber jetzt bin ich seit ein paar Wochen mal wieder bei Facebook, denk, Facebook hat sich durch die ganzen Kack-Updates und so ein bisschen geändert und so, ist mal ein bisschen hat gemerkt, ey, Chihat, ja, der Gerhard, der G-Punkt, ja, der Mr. Cartoon, ist endlich wieder hier, ja, den haben wir so vermisst, ja, die ganzen krassen Seiten, die er abgezogen hat, um zu verarschen, so, ja, jetzt bin ich hier, was ab, Facebook, ja, ich hab geträumt, Leute, haltet euch fest, ich hab geträumt, was aber auch stimmt, ja, 4.000 bis 6.000 Reichweite, ja, pro Beitrag von meinen letzten Lives, ja, denk ich, oh Gott, RTL und so wird sich bei mir melden, ja. Und ich werde in Reichtum, werde ich schwimmen, ja. Dann plötzlich, während ich so glücklich bin, ja. Und zu Sonja mache, na, 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 na. Und zu Sophia mache, weißt du so. Haha, Sophia, ich bin cooler. Und zu Coco mache, haha, ich bin viel lieber. Und zu Sonja mache, mein Herz ist viel größer, la, la, la. Und so, weißt du. Und mein Banane ist viel größer, mein Bananli, ja, und so, ja. Wenn ich so dann, so war in diesem Traum, ja. Plötzlich machte die Sonne geht weg, ja. Sie verdunkelt. Alle, die da waren, auf meiner Seite, meinen ganzen Followers, verschwanden. Mein Beiträge gingen plötzlich so. Puff! So, puff! Und weg waren sie, ja? Wie in Vergessenheit, wie implodieren, ja? Kommentare verschwanden. Und dann meldete sich eine Stimme an mein Ich und sagte: Ey, Mr. Cartoon, wieso löscht du deine Beiträge? Das Einzige, was ich noch sagen konnte, war: Oh mein Gott, glaub mir doch, ich lösche sie nicht. Ich würde das nie tun. Mein Beitrag löschen. Ja, und dann kam das schwarze Loch über mich und verschlingte mein Sein. Und dann wachte ich auf. Oh, Schweiß gebadet, meine Haare über mein Gesicht, ja. Und das Erste, was in meinem Kopf war, war: Scheiße, ich muss auf die Couch, ja. Ich muss an mein Facebook, ja. Mich gibt's nicht mehr, mein Facebook, mein Leben. Oh, mein Akkulium, das Einzige, was es im Internet gibt, Facebook. Das Einzige, wo ich noch in dieser Zeit von 4 Jahren, wo es Facebook noch gibt, noch eventuell die Chance haben könnte. Um Gottes Willen. Noch Reichtum zu erlangen, noch an die Macht zu kommen, euch zu versklaven, euch hinzurichten, meine Macht auszuleben, bis der Tod uns scheide.
dann gucke ich bei Facebook so rein, mit tiefer Angst. Und was sehe ich? Meine Beiträge waren ja doch nicht weg, ja? Dann drückte ich auf den Support und da stand, tatsächlich, mein Traum war wohl Realität. Man hat mir tatsächlich versucht, meine Lives zu melden. Dann war wohl mein Traum Wirklichkeit gewesen. Und irgendeiner meines Admin-Teams hat wohl Einspruch erhoben und Facebook sah, es ist kein Bullying und es ist auch keine Hassrede und es ist auch sonst nichts dergleichen. Und meine Videos waren wieder hier. Aber ich habe mir dann gedacht, Freunde der Nacht, ja, Träume sagen die Zukunft voraus. Aber Gerhard, euer Mr. Cartoon ist ja nicht umsonst höchst asozial. Gerhard Cartoon lebt nicht bei euch nur in Facebook, sondern Gerhard Cartoon, meine Wenigkeit, ja, ich rede in dritter Person, ja, wie Michael Wendler, ja, aber das macht mich gerade so an, ja. Ich bin ja zwar kein adliches Geschlecht, aber ich bin ein Gerhard Cartoon, ein Original, ja. Da habe ich mir gedacht, Gerhard Cartoon ist so fame. Da befindet sich schon seit Jahren, nicht nur bei Facebook. Ich muss mal überlegen. Ja, bei so vielen sozialen Netzwerken und Streaming-Seiten wie Vimeo, YouTube, OK, ja, Twitter ist auch nicht Facebook. MeWe kann ich auch live streamen, ist nicht Facebook. VK. Beste Qualität mit voll coolen Futures. Kann ich live streamen. Ist nicht Facebook. Dann habe ich mir überlegt, diese Idee, was ich alles schon habe und wo ich schon mehr Fame bin, als ich jetzt bei Facebook je erreichen könnte in diesen 4 Jahren, ja? Warum mache ich mir diese Zeit nicht einfach zunutze? Und setz hier einfach nur noch die Links raus, während ich live woanders auftrete. Ihr könnt weiterhin kommentieren hier. Ich werde das auch weiterhin sehen können. Aber natürlich von einer anderen Plattform aus gelivestreamt. Ja, Degas, Amelakoyim. Und ihr könnt hier kommentieren und ich werde auch alles weiterhin beantworten. Weil wir haben ja mehr Handys und viele Computers hier. Ja, also ich sehe immer, was ihr schreibt. Selbst wenn ihr bei Instagram schreibt. Selbst wenn ihr bei YouTube schreibt. Ich mache immer, bei mir macht Bing Bing. Und ich kann sofort antworten, selbst hier in diesem Live, wenn jemand bei YouTube schreiben würde, Gerhard, du Missgeburt, was machst du für Videos? Ich könnte hier kommentieren. Deswegen würde ich sagen, meine Videos demnächst, ja, weiterhin hier bei Mr. Cartoon Höchst Asozial, bei Gerhard Cartoon oder Gerhard Cartoon, ja, und auf etliche diversen Seiten, aber ich werde hier immer die Links reinsetzen und wir können hier weiter immer Show machen, ja. Aber dann haben dann Melde, ja, halt keine Chance mehr, ja. Weil externe Links, ja, dafür, damit fühlt sich, wenn es keine pornografischen Seiten sind, die schon auf dem Index von Facebook sind, ja, fühlt sich Facebook natürlich nicht verantwortlich, was ich korrekt finde, weil Facebook ist ja nicht anderen Servern Hütern. Mag das nicht Sonja gerne zu pflegen sagen. Ja, und deswegen, ja, werden wir das so tun. Ja, so mitwäscht Facebook. Ja, Facebook macht mir die Reichweite und macht mir die Werbung. Und ich liefer die Show. Ist das nicht mega? Ist das nicht mega, Amanakoyem? Deswegen geht mal auf Gerhard Cartoon bei YouTube, da ist oben verlinkt in diesem Kanal, ja. Dann werdet ihr sehen, ja, 3 Videos habe ich schon hochgeladen und jetzt folgen die etwas Hardcore-Videos, die jetzt mittlerweile, ja, die ganze Zeit gemeldet werden. Da, wo ich denke, oh, die werden bald nicht mehr in Facebook sein, die lade ich jetzt auch hoch, die kriegen aber eine extra Playlist, und zwar Mr. Cartoon, ja, Mr. Cartoon Nix Asozial, kriegen seinen eigenen Ordner, eine eigene Playlist bei YouTube bei Gerhard Cartoon und da werdet ihr alle ja
hier abgeschissenen Livestreams oder Videomaterial, was hier nicht hochgeladen werden darf oder mehr kann, ja, bevor wieder nämlich die Leute, die dummen Volk da draußen, nämlich sagen, Gerd, warum lösche ich deine Lives? Hast du was zu verbergen? Nein, du Motherfucker, hör auf zu melden, dann stehen sie auch noch drin, du Idiot, ja. Und von daher geht auf Gerd Cartoon bei YouTube und da könnt ihr alle, abonniert den Kanal, dann seid ihr immer up to date auf eurem Handy, auf euren Desktop, wenn es immer klingelt, bing, Gerd Cartoon hat ein neues Video hochgeladen, bing, Gerd Cartoon ist gerade live, bing, 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 das heißt, ihr seid up to date wie bei Facebook, ja, und könnt aber, das Coole ist, ihr könnt hier bei Facebook weiter kommentieren, ja, nur halt es auf an externe Surfer, sag ich jetzt mal, ja. Und somit bleibt euch das erspart, dass ihr soziale Netzwerke wechseln müsst oder irgendwo anders hin müsst, nach Instagram, um mich zu sehen, oder nach VK, um mich zu sehen, oder nach YouTube, um mich zu sehen, oder sonst wohin, um mich zu sehen, ja, oder mit 100 verschiedenen Fake-Accounts, um mich zu sehen. Nein, das machen wir ganz einfach so, dann brauche ich keine 100 verschiedenen Fake-Accounts, ja, und schwupp, haben wir die Sache gelöffelt, ja, und geht Sonja live mit irgendeinem heiklen Thema, werdet ihr auch Sonja, ja, mit einem speziellen Ordner bei Gerd Cartoon, ja, und zwar, ja, Sonja Dark kriegt, also der Ordner wird Sonja Dark heißen, und da werden alle heikelen Themen wieder hochgeladen, die bei Facebook, ja, durch Meldemumus, ja, na, ja, Fallobst, ja, werden da wieder hochgeladen und die können da natürlich auch gedownloadet werden, dann habt ihr mehr davon, dann könnt ihr nämlich auch den Stinkfinger zeigen und gegebenenfalls, wenn ihr Bock habt, ja, oder jemand sagt, das ist nicht so und der mag nicht auf YouTube gehen, hier wieder hochladen, ist das nicht cool? Somit, Facebook vergisst nie, ja. Und dafür werde ich sorgen. Ja, da kann man löschen, so viel man will. Natürlich auch von anderen Künstlern, ja, die gerne mal auch Videos oder sowas löschen, die aber auch wirklich lustig waren. Ja, ich rede nicht, die böse waren oder die irgendwelche Leute denunzieren, sondern die ich für mein Gütesiegel Gerhard Cartoon für lustig befinde. Die werden auch zum Teil mal zusammengeschnitten, weil ich kann ja für manche Spacko-Interpreten ja keine 3-Stunden-Videos hochladen, ja. Da werde ich das Best-of aus diesem Livestream hochladen, ja. Natürlich mit Quellenangabe. Ja, weil Künstler muss man, ja, laut GEMA und Datenschutz verlinken, wenn man irgendwelche Videos hochlädt, ja, ohne Zustimmung. Muss man die natürlich verlinken und darf sie nicht denunzieren in seiner Beschreibung. Das werde ich auf keine Wege tun, ja, weil ich möchte diese Künstler ja wirklich, das ist ja für mein Empfinden, für meine Sammlung ein Lobpreisen, nennen wir das mal. Das ist einfach ein Lobpreisen an den Künstler, so wie Sophia, ein Lobpreisen an Coco, ein Lobpreisen an Sonja Dark, ein Lobpreisen an Bian Lee, ein Lobpreisen an, was weiß ich, Dieter Bohlen, ein Lobpreisen an Horst Schlemmer, was weiß ich, ja. Solche Videos werdet ihr mitunter auch da drin finden, ja. Die kriegen jeweils eigene Kategorien, ja. Deswegen abonniert den Gerhard Cartoon Kanal, ja, da werde ich euch noch einiges bieten, was auch bei Facebook hier zum großen Teil übertragen wird. Habt ihr da zumindest ein Archiv, falls ihr hier mal wieder mal was nicht findet oder ihr mich nicht erreichen könnt, da vielleicht irgendwas schief gegangen ist, ja, meine MAC-Adresse gesperrt wurde und ich die erst wieder frei machen muss oder, ja. Davon muss man einfach mal ausgehen, als vorausschauender Mensch, wie ich es bin, ja. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, ja, über YouTube mich, Sonja und Co. zu kontaktieren, ja. In diesem Sinne, ja, wenn ihr nichts mehr zu melden habt, bin ich jetzt auch wieder weg. Außer ihr wollt mir erzählen, ob ihr einen coolen Traum hattet heute Nacht. Was? Die Sonja hat immer eine Angewohnheit zu flüstern und ich sag immer, wer flüstert, der lügt, ja, und wer immer flüstert, dann denke ich immer, die will mich abwürgen, das geht mir schon auf den Piss. Weil mir ist es scheißegal, wenn ich was zu sagen habe, sage ich es auch bei der Sonja Hintergrund im Seelchen, auch wenn es nicht dazu passt, nee, und makaber ist. Das ist mir dann auch scheißegal. Ja, aber und, das bist und, auch du. Und wenn es brutzelnde Kinder auf Pommes sind oder sowas, erwähne ich das trotzdem auch hinter der Seelchen, wenn es schwarzer Humor ist, ja. Juckt mich nicht, ja, also kann ich von meiner Frau erwarten, dass die nicht, ja, sondern wenn ich dann sage, hä, nicht mach, nee, lass es gut. Ich wollte ja eigentlich nur fragen, wenn du jetzt gleich fertig bist, soll ich dir da einblasen?
Aber das wollte ich jetzt nicht so laut sagen. Jetzt ist die Frage, ne? Vera schreibt, ja, hatte einen sehr coolen Traum, aber sie wird mir den wahrscheinlich nicht erzählen. Also ich glaube, wer soll denn dich, Vogel, abonnieren oder die Hühner, die mal gebügelt werden müssen, damit sie vor ihre eigene Tür kehren? Ihr seid einfach nur peinlich. Hey, Miriam, ja, die ich hier schon gebügelt habe, ja, da würdest du nie drankommen, ja, weil an dich pisst noch nicht mal ein Hund, ja, du Chapo, ja. Miriam, du kannst froh sein, wenn dein Cousin und deine Cousinen und alles an dir rumbügeln, ja, weil Fremde kriegst du nicht an dich dran, du Chapo, Bobo, ja. Aber du kannst trotzdem meinen Kanal abonnieren, weil du weißt ja, ich habe ja mal was gesagt. Erde, 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 Vendetta, Chapo, du Fool. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, mache ich mal Tschüss. Abonniert meinen Kanal, Gerd Cartoon, und allen anderen Hatern lutscht mein Schwanz. Aber na, komm.